Ciao bello! Come va? Tutto a posto? Sì. Vedi? Alessandra, dai che gli facciamo una sorpresa alla mamma. Va bene. Nino? Wie war's in der Schule? Was machst du denn hier? Hallo Jenny. Was willst du? Hast du meinen Brief nicht bekommen? Doch. Darüber wollte ich mit dir sprechen. Bist du etwa... Ich will, dass du gehst. Nino, komm her. Komm her. Komm schon. Aber wir müssen reden. Es geht doch um uns. Der Papa soll bleiben, ich will weg. Hallo, ich bin's. Deswegen willst du mich loswerden. Mann, jetzt mach's doch nicht noch schwerer. Geh endlich. Moment mal. Das hier ist meine Wohnung, ja? Raus! Was willst du denn hier? Ich sag's nicht nochmal, ja? Schön aufpassen, Knacki. Ich bin vorsichtig, ne? Wenn ich wenigstens an das Kind denke. Nino, aspetta! Ich rufe jetzt die Bullen. Linus. Ich muss der Autoschlüssel. Versteckt. Nino! Nino, dove sei? Fabio, mach's ihm nicht so schwer. Hau ab. Hau ab. Sehr gut. Guten Morgen, Herr Dr. Lessing. Guten Appetit und guten Morgen zusammen. Das ist Frau Baldini. Habe ich einen Termin verbaselt? Ich habe keinen Termin. Worum geht's denn? Darum. Ja. Hier steht, dass die Polizei Ihren Bruder dringend der Tat verdächtigt. Aber er war es nicht. Sind Sie sich da so sicher? Ich kenne meinen Bruder. Das sagen Geschwister immer voneinander, Frau Baldini. Als er damals diesen Mann niedergeschlagen hat im Streit, dann hat er mir das gebeichtet, mir, seine Schwester. Wenn er diesen Richter etwas angetan hätte, hätte er mir das erzählt. Ich muss Ihnen sagen, ich kannte Richter Fehrenbach persönlich. Und sollte sich herausstellen, dass Ihr Bruder doch etwas mit seinem Tod zu tun hat, vielleicht überlegen Sie sich's nochmal. Ich könnte Ihnen einen sehr guten Kollegen empfehlen. Aber ich will, dass Sie ihn verteidigen. Sie haben einen Ruf. Eccellente. Also gut. Ich werde mit Ihrem Bruder sprechen und danach treffe ich meine Entscheidung. Ich rufe Sie an, Frau Baldini. Danke, Dottore Lessing. Hm. Hey. Buon appetito. Ich bringe Ihnen neue mit. Auf Wiedersehen. 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 Neues Mandat? Danke. Möglicherweise. Ihr braucht nicht zufällig einen Feriendetektiv. Unter Umständen. Oh. Du wirst mich empfehlen, hm? Vielleicht. Markus, ich brauche dringend Pflege. Also, Herr Baldini,
Nachdem Sie sich beim Arbeitseinsatz in der Gärtnerei abgesetzt hatten, sind Sie zu Ihrer Familie nach Hause. Und dann? Ich wollte mit Jenny reden. Wäre es dann nicht einfacher gewesen, Ihre Frau hätte Sie besucht? Jenny kommt nicht mehr, sie will sich scheiden lassen. Verstehe. Und, hatten Sie ein gutes Gespräch? Sie stehen im Verdacht, den Richter Fehrenbach ermordet zu haben. Aber das war ich nicht. Und Sie waren auch nicht bei ihm zu Hause? Nein, ich war vom Haus. Ihre Schwester sagt aber was anderes. Sie sagt, Sie seien direkt zu ihr. Francesca ist meine Schwester. Verstehe. Was wollten Sie von Fehrenbach? Ich wollte mit ihm reden. Reden? Der Mann hatte Sie zu einer Haftstrafe verurteilt. Ja, ich hatte so einen Hals, ist doch klar. Jenny will sich scheiden lassen. Das wäre alles anders gelaufen, wenn er mich nicht so verknackt hätte. So 4 Jahren wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung. Der Typ hätte meine Frau vergewaltigt, wenn ich nicht dazwischen wäre. Aber ich sitze im Knast. Nino war gerade mal 3. Ja, fragen Sie doch Jenny, wenn Sie mir nicht glauben. Mit 19 hatten Sie schon einmal eine Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung? Ja, aber ich war nur vorm Haus. Das sagten Sie. Und dann? Nichts, da war keiner. Wann war das? Keine Ahnung, gegen 6 vielleicht. Glauben Sie mir, ich war das nicht. Ich schwöre es beim Leben von meinem Sohn. Also wenn ich an seiner Stelle wäre, ich würde noch ganz andere Dinge schwören. Ziehen Sie um, Kommissar Wolters? Nein, wir renovieren. Können Sie mal ein paar Fotos vom Opfer sehen? Das hat ja mit Richter Fehrenbach beruflich zu tun. Bitte. Tatzeit, circa 18 Uhr. Der Richter wurde erschlagen. Mit dem klassischen stumpfen Gegenstand. Ja, die Tatwaffe muss aus Metall bestehen. Die Wunde enthielt Spuren einer Metalllegierung. Haben Sie die Tatwaffe gefunden? Verschwunden! Ach übrigens, Fehrenbach. Fehrenbach besaß eine Pistole, eine Walter. Hat ihm aber nichts genützt. Die sind jetzt auch verschwunden. Wir vermuten, dass der Täter sie mitgenommen hat. Gibt es denn eindeutige Hinweise, dass Baldini im Haus war? Wir haben die Spurenauswertung noch nicht. Den Bericht hätte ich gern. Kriegen Sie, Dr. Lessing, kriegen Sie alles. Aber übrigens, wussten Sie, dass Baldini in ein paar Monaten auf Bewährung rausgekommen wäre? Also derart auszurasten, ich meine, so auszubrechen, um mit jemandem abzurechnen, dazu brauche ich schon einiges an Dummheit. Endlich ein freundliches Gesicht. Ist ja schlimmer als in Italien hier. Sie suchen eine Pistole und nehmen eine Steuer mit. Aber besser als andersrum, Signora Baldini. Sagen Sie Francesca zu mir. Ein Kaffee? Gerne ein Espresso. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Dr. Lessing übernimmt die Verteidigung Ihres Bruders. Vielleicht bessert das Ihre Stimmung ja ein bisschen auf. Aber ja, und Sie machen auch mit. Oh, ich würde gern, aber... Wissen Sie, Francesca... Zwischen Detektiv und Auftraggeberin sollte es um dieselben Dinge gehen wie in einer guten Beziehung. Um Aufrichtigkeit und Vertrauen. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Also Hand aufs Herz. Ist Ihr Bruder sofort nach dem Gespräch mit seiner Frau zu Ihnen gekommen? Ja, Sie haben recht. Aber bitte verstehen Sie mich. Ich bin seine große Schwester und schon als Bambino hat er dauernd, come si dice, Komplikationen. Schwierigkeiten. Bravo. Endlich ein Mann, der mich versteht. Er ist erst 2 Stunden später gekommen. Ja, man kann ja mit den Zeiten schon mal durcheinander kommen. Und was ist mit der Pistole? Gerade wollte ich anfangen, sie nett zu finden. Es gibt keine Pistole, non c'è, basta. Markus. Mein herzliches Beileid. Danke. Kommen Sie rein. Hat der Hartmut Feinde? Vielleicht aufgrund seiner Tätigkeit als Richter? Ich habe nie mitbekommen, dass sich jemand an dem rächen wollte oder so. Haben Sie ihn gefunden? Ich war noch mit einer Freundin unterwegs.
Gott sei Dank ist Hella mit ins Haus gekommen. So war ich nicht alleine. Da hat er gelegen. Es war furchtbar. Da war so viel Blut. Und hier im Schreibtisch hatte er seine Pistole verwahrt. Ja, wahrscheinlich. Er hat mir nie was davon erzählt. Und jetzt ist sie verschwunden. Hartmut wurde erschlagen. Vermissen Sie irgendwas? Ist Ihnen sonst irgendwas Außergewöhnliches aufgefallen? Hat die Polizei auch schon gefragt, nein. Wie hat es Ihr Sohn aufgenommen? Sehr gefasst. Aber natürlich ist Lukas geschockt. Ich würde gerne mit ihm sprechen. Wäre das möglich? Hier. Da können Sie ihn erreichen. Nino! Nino, du sollst fragen, wenn du draußen spielen willst, okay? Ich mache mir sonst Sorgen. Alles klar? Okay. Guten Tag, Frau Baldini. Josef Matula, wir hatten telefoniert. Ja, hallo. Wie geht's Fabio? Dr. Lessing meint ganz gut. Und kann er denn was für ihn tun? Das wird nicht zuletzt von Ihrem Mann selbst abhängen. Im Moment ist er nicht sehr kooperativ. Was wollen Sie denn wissen? Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Als Ihr Mann bei ihm war, hat er da irgendwelche Drohungen ausgestoßen. Sie meinen gegen den Richter? Ja, oder gegen jemand anderen. Also in meiner Gegenwart gar nicht. Er ist nicht so, wie Sie vielleicht denken. Zumindest ist er nicht nur so. Sie müssten mal sehen, wie lieb er mit Nino ist. Hm? Ich weiß nur, dass er zu allen nicht immer so lieb war. Moment mal. Damals, da wollte er mich nur beschützen. Er musste ja denken, dass der Typ mich vergewaltigen wollte. Okay, er ist vielleicht ab und an ein bisschen jähzornig. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Jähzorn auch bei Richter Fehrenbach der Auslöser war? Für eine Affekthandlung möglicherweise. Ja, möglicherweise. Mein Gott, auf wessen Seite stehen Sie eigentlich? Noch ist ja überhaupt nichts bewiesen, oder? Nino? Kommst bitte gleich hoch, ja? Schönen Tag noch. Na du, musst du nicht hoch zu deiner Mama? Helfen Sie meinem Papa? Du magst ihn wohl sehr gern. Er mag mich auch. Er hat geweint, als er mit dem Auto weggefahren ist. Aber ich habe nicht geweint. Weißt du? Weinen ist manchmal schon okay, auch für einen Jungen. Aber nicht für einen Detektiv. Ich meine für einen richtigen. Sie sind doch ein Detektiv, oder? Natürlich. So echt mit Leuten nachfahren und einschleichen und so? Ja, so, das kommt schon mal vor. Ich war schon mal ein Detektiv. Na, klasse. Da weiß ich ja jetzt jemanden, der mir hilft. Also, Kollege. Tschüss da. Richter Fehrenbach arbeitet an diesem Tag zu Hause. Entschuldigung. Laut Bericht der Spurensicherung ist Herr Baldini über die unverschlossene Verbindungstür der Garage ins Haus eingedrungen. Das beweist nicht, dass mein Mandant das Haus gegen den Willen von Herrn Fehrenbach betreten hat. Wir haben Fingerspuren an besagter Tür und im Zimmer des Richters gefunden. Und beide könnten wir zweifelsfrei Herrn Baldini zuordnen. Aus diesem Umstand auf ein gewaltsames Eindringen meines Mandanten zu schließen, halte ich für gewagt. Möglicherweise hat Herr Fehrenbach ihn selbst ins Haus gelassen. Wer es glaubt. Im Haus muss es dann nach der Spurenlage zu urteilen zu massiven Tätlichkeiten gekommen sein. Tätlichkeiten? Gesprochen habe ich mit ihm. Er hat mir die Höchststrafe gegeben. Wofür denn? Dafür, dass ich meine Frau beschützen wollte? Ich wollte, dass er versteht, was das mit meiner Familie macht. 4 Jahre, ja, das ist verdammt hart für meinen kleinen Sohn und meine Frau. Halten wir fest. Ihr Mandant gibt zu, dass er das Haus betreten hat, um Herrn Fehrenbach zur Rede zu stellen. Ja. Als Fehrenbach dann zum Telefon greifen wollte, hat Herr Baldini ihn gewaltsam davon abgehalten. Das Telefon wurde zertreten und dann eskalierte der Streit. Worauf stützen Sie Ihren Verdacht gegen meinen Mandanten? Naja, wir haben Faserspuren von Herrn Baldini gefunden. An der Kleidung des Opfers. Wollen Sie sich dazu äußern? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war zu aufgeregt. Sie waren erregt. Und das glaube ich Ihnen aufs Wort. Im Gesicht des Opfers fanden sich nämlich Speichelreste. Die DNA-Analyse der KTU. Auch diese können wir eindeutig Herrn Baldini zuordnen. Jetzt zum Motiv. Herr Baldini hat es vorher angekündigt. Was soll das jetzt heißen? Wir haben hier die Zeugenaussage von Herrn Marc Asbach. Er ist der neue Lebensgefährte von Herrn Baldinis Frau. Danach hat Herr Baldini gegen ihn und Fehrenbach
Morddrohungen ausgestoßen. Das ist überhaupt nicht wahr! Sie bleiben bitte sitzen! Ich bezweifle den Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Ihr Zeuge hat durchaus persönliche Motive, meinen Mandanten zu belasten. Herr Dr. Lessington, wollen Sie uns jetzt schon auf Ihr Plädoyer einstimmen? Dass eine Affekttat vorliegt, werden wir schlüssig in Abrede stellen. Sie glauben jetzt, ich war's. Ich dachte, Sie sind mein Verteidiger. Könnte ja auch Mark gewesen sein, um mich in die Scheiße zu reiten. Aber im Gegensatz zu Ihnen hat er kein Motiv, aber ein Alibi. Herr Baldini, warum sagen Sie mir nicht die Wahrheit? Sie haben gesagt, Sie hätten den Richter gar nicht angetroffen. Warum haben Sie mir nicht die Wahrheit gesagt? Fingerabdrücke, Speichel, Faserspuren, das sind handfeste Indizien. Aber ich schwöre, er lebte noch, als ich gegangen bin. Ich habe ihn angespuckt. Aber ich habe ihn nicht geschlagen. Und was war mit der Pistole? Was für eine Pistole? Das hat mich die Polizei auch schon dauernd gefragt, ob ich von ihm bedroht wurde und so. Und hat der Richter Sie mit einer Waffe bedroht? Nein, er hatte keine! Wie oft soll ich das denn noch sagen? Werden Sie mir jetzt weiterhelfen? Ich glaube, unter den gegebenen Umständen ist es am besten, Sie suchen sich einen anderen Anwalt. Jetzt bringt mich dieser Richter ein zweites Mal in den Knast und ich verliere meine Familie. Ich schwöre, ich sage nur noch die Wahrheit, aber lassen Sie mich jetzt nicht hängen. Also nochmal, was haben wir? Baldini ist durch die offene Verbindungstür der Garage reingekommen. Wenn Fehrenbach noch gelebt hätte, würde er auch wohl die Tür wieder abschließen, nachdem Baldini gegangen war, richtig? Genau, das hat die Spurensicherung ja auch festgestellt. Die Tür war von innen abgeschlossen. Das heißt also, wenn einer danach gekommen ist, muss Fehrenbach ihn reingelassen haben. Das würde bedeuten, dass er seinen Mörder gekannt hat. Was ich aber nach wie vor nicht verstehe, warum hat sich Fehrenbach nicht verteidigt, wo er doch eine Waffe in der Schublade hatte? Vielleicht hat Baldini sie ihm abgenommen. Dann liegt sie jetzt auf dem Grund des Mains. Was aber, wenn schon vorher jemand die Waffe mitgenommen hat? Vorher? Moment. Lass mich mal noch ein bisschen spinnen. Unser Unbekannter hat Zugang zum Haus. Er klaut irgendwann vorher die Waffe, damit der Richter sich nicht wehren kann. Als Baldini weg ist, erschlägt er den Richter. So kommen wir nicht weiter. Wir brauchen neue Anhaltspunkte. So, Herr Fehrenbach, jetzt bekomme ich endlich mein Geld. Dankeschön. Guten Tag. Danke. Tag. Herr Fehrenbach. Interessante Sachen, die Sie hier machen. Wenn Sie was kaufen wollen, gehören jetzt dem Vermieter. Mein Name ist Matula, ich bin Privatdetektiv. Es geht um den Mord an Ihrem Vater. Übrigens mal Beileid. Das muss ein schlimmer Verlust für Sie sein. Was mit den Skulpturen? Die kann ich neu machen. Ich meine Ihren Vater. Kommen Sie darauf, dass es schlimm ist? Ja, wenn man sich als Familie nahesteht. Das muss meine Mutter gesagt haben, dass wir uns nahestanden. Ungefähr so, ja. Und was sagen Sie? Liebe, geizig, kleinkariert. Reicht Ihnen das? Das heißt, mit Unterstützung gar nicht so viel. Mein Vater konnte sich sehr gewählt ausdrücken. Gerade wenn es darum ging, jemandem die Unterstützung zu verweigern. Er wollte nicht, dass ich eine schwachsinnig brotlose Künstlerkarriere einschlage. Also ich bin ja kein Fachmann, aber wenn ich mich hier umsehe, hat doch alles Hand und Fuß. Und Sie haben sich aber nicht unterkriegen lassen. Ja, und dafür küsst mich jetzt der Vermieter. Wie war der Kontakt zu Ihrem Vater? Schon mal versucht, mit einem Autisten ins Gespräch zu kommen. Und Ihre Mutter? Hat die denn zu Ihnen gehalten? Ja, wie man es nimmt. Führt halt ein Doppelleben. Was heißt das bitte? Müssen Sie sich schon selbst fragen, Herr Detektiv. Eine Frage noch. Wo waren Sie zur Tatzeit? Hier. Kann ich bezeugen, habe ich bis in die Nacht dran gesessen. Wie? Das ist eine Totenmaske. Regina Tiefe, Anastasia Kinn,
Sonja, sehr schön. Guten Tag. Sabrina, aufs Kinn achten. Wenn Sie Ihre Tochter abholen möchten, geht es erst gegen 5:30, Herr... Matula, ich bin Privatdetektiv. Frau Hella Brahms? Ja. Es geht um den Tod von Hartmut Fehrenbach. Der arme Hartmut, schrecklich. Ja, tragisch. Standen Sie ihm nahe? Ellen ist meine beste Freundin. Da kann sie ja von Glück reden, dass Sie dabei waren, als sie Ihren Mann gefunden hat. Ja, das war ein Schock. Wir waren shoppen und kommen nach Hause so nichts ahnend und... Shoppen den ganzen Nachmittag. Ellen kam um 2 zu mir. Nach dem Café sind wir los. Sie wissen ja, Frauen und Schuhe. Für diese Füße finden Sie immer was Schönes. Da sagen Sie ja was. Ein Paar will ich haben und mit 3 komme ich aus dem Laden. Und dann sind Sie gleich mit Frau Fehrenbach nach Hause. Ja, gegen 7. Dann haben Sie auch sicher noch die Quittung von den Schuhen. Ich muss zurück zu meinen Mädchen. Natürlich. Und vergessen Sie nicht, dass Sie Ihre Aussage vor Gericht beschwören müssen. Wieso vor Gericht? Wie meinen Sie das? Das ist so üblich bei Mordfällen. Ist ja auch immens wichtig. Deswegen steht auf Falschaussage auch bis zu 5 Jahren Gefängnis. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber vielleicht habe ich da ein bisschen was durcheinander gebracht. Klar, jeder kann sich mal irren. Wer hat denn was davon, wenn Sie vor Gericht Ärger haben? Also wenn Sie noch mal so richtig drüber nachdenken. Was meinen Sie? Ist Frau Fehrenbach wirklich so gegen 2 gekommen? Also, wenn ich noch mal so richtig drüber nachdenke, war es eher gegen 6. Ich kann bei Ellen Fehrenbach immer noch kein echtes Motiv erkennen, Josef. Stimmt. Da hätte der Sohn schon eher eins. Er könnte es immer weggetan haben. Er kommt ins Haus, bittet Papa um Geld, um die Pfändung abzuwenden. Der aber gibt ihm nichts. Es gibt Streit und bumm, schon hast du einen Toten. Ich finde deine Schlussfolgerung etwas vorschnell, Josef. Ist Fehrenbach nicht mit einem Metallgegenstand erschlagen worden? Sein Sohn stellt Metallskulpturen her. Ich brauche dir ja wohl nicht erzählen, wie viele mögliche Tatwaffen in seinem Atelier rumfliegen. Ich habe nie behauptet, dass es Ellen oder Lukas nicht gewesen sein können. Nur brauchen wir dafür mehr als einen Verdacht. Und dass die Bilder sich nicht decken, die beiden von Fehrenbach zeichnen, das kann man vielleicht mit unterschiedlicher Wahrnehmung erklären. Ich frage mich, warum Ellen ihre beste Freundin lügen lässt. Ich kann mir vorstellen, dass das mit ihrem Doppelleben zu tun hat. Ihrem angeblichen Doppelleben. Ich habe zu tun. Am liebsten verlasse ich mich nämlich auf meine eigene Wahrnehmung. Kommst du? Dessous als Mitbringsel, das spricht ja wohl für sich. Dann sind die beiden schnurstracks in seinen Luft. Du meinst also, das ist ihr Liebhaber, dieser, wie heißt er? Alex Meissner. Tut mir leid, wenn ich dein Bild von der Familie Fehrenbach ins Wanken bringe. Josef, ich kann mir da ja auch so einiges vorstellen, aber die Tatsache, dass Ellen Fehrenbach uns das verschwiegen hat, das ist doch noch kein Indiz für irgendwas. Danke, Helga. Jedenfalls ist jetzt klar, was der Sohn angedeutet hat. Aber auch sie könnte durchaus ein Motiv gehabt haben. Josef,
Nicht jede Frau bringt ihren Mann um, nur weil sie einen Seitensprung gemacht hat. Und der Ellen traue ich das schon gar nicht zu. Na ja, sie und Meissner können es zu zweit gemacht haben. Oder Meissner allein. Er hat beobachtet, wie Baldini den Richter bedroht, kommt irgendwie später ins Haus und zieht dem Richter eins über. Und das Motiv? Eifersucht auf den Ehemann? Oder Gier nach Fernbachs Vermögen. Sie lassen mir nachschnüffeln, das hätte ich nicht erwartet, Markus. Es geht um die Wahrheit und das ist auch in Ihrem Interesse. Wenn ein Privatdetektiv das so schnell herausfindet, dann kann es auch von der Polizei oder von der Presse entdeckt werden. Sie haben recht, entschuldigen Sie. Ja, es stimmt, vor meinem Besuch bei Heller war ich bei Herrn Meissner, Alex Meissner. Und warum haben Sie das verschwiegen? Ganz einfach, weil ich meine Ehe nicht in den Dreck ziehen lassen wollte. Alex ist, wie man so sagt, mein Lover. Ich spreche das nicht gerne an. Lukas sagt, Sie führten ein Doppelleben. Sie standen Hartmut nahe. Ich schätze Sie als Freund. Kann ich mit Ihrer Diskretion rechnen? Das wissen Sie. Ich vertraue Ihnen etwas an, was er nie jemandem erzählt hat. Hartmut war homosexuell. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis er sich das selbst eingestehen konnte. Mir hat er das erst nach Lukas Geburt offenbart. Das war sicher nicht einfach. Wir haben damals gemeinsam beschlossen, trotzdem zusammen zu bleiben. Wenn Sie so wollen, hat jeder von uns sein Doppelleben geführt. Und warum hat er das bis zuletzt geheim gehalten? Machen wir uns nichts vor. Es gibt immer noch Vorurteile. Hartmut befürchtete berufliche Probleme. Ja. Glauben Sie mir, Hartmut hat mich geliebt. Auf seine Art. Er hätte mich nie wegen jemand anderem verlassen und ich ihn auch nicht. Und deswegen haben Sie den Meissner nicht erwähnt? Ja. Hat der Hartmut einen Freund? Ein gewisser Philipp Riemenschneider. Ist das frei? Wo soll es hingehen? Oststraße 12, bitte. Geht klar. Lukas Fehrenbach arbeitet dort. Ein Künstler. Sie kennen ihn vielleicht. Aber Sie kennen seine Mutter sehr gut, stimmt's? Übrigens, mein Name ist Matula. Ich bin Privatdetektiv. Ich ermittle im Mordfall Fehrenbach. Sind Sie ihm schon mal begegnet? Ich wüsste nicht, was Sie mein Privatleben angeht. Es geht um Mord. Und Frau Fehrenbach hat Sie gelegentlich besucht. Am letzten Dienstagnachmittag. War sie da auch bei Ihnen? Raus! Soll ich daraus schließen, dass sie nicht bei Ihnen war? Dann muss ich Sie fragen. Wo waren Sie überhaupt? Ich bin Taxi gefahren. Und jetzt raus! Alex Meissner, kennen Sie den? Sie meinen diesen verkrachten Grafiker? Meine Mutter hat ihn mir mal vorgestellt. Ich glaube, der weiß ihre Einsamkeit ganz geschickt zu nutzen. Wie meinen Sie das? Wie meine ich das wohl? Meine Mutter ist eine attraktive Frau und deutlich älter. Entschuldigung, ich wollte eigentlich mit dem Taxi kommen. Herr Matula kennen Sie ja schon. Wann haben Sie Ihren Vater das letzte Mal gesehen? Vor 2 Wochen. Sie haben ja doch gesagt, Sie hätten sich mit ihm überworfen. Er ist überraschend hier aufgetaucht. Eine Art Friedensangebot gemacht. Und haben Sie das Angebot angenommen? Meine Mutter hätte sich vielleicht gefreut. Für mich war das Thema durch. Wieso? Hat Ihre Mutter von dem Besuch nichts gewusst? Mein Vater hat gesagt, ich soll es für mich behalten. Warum hast du ihn nicht auf die Neigung seines Vaters angesprochen? Ich wollte sehen, ob er es selber zur Sprache bringt. Aber er hat es mit keiner Silbe erwähnt. Der Typ ist cooler, als ich dachte. Tja, entweder er wusste nichts davon, oder es war ihm peinlich, wie seinem Vater auch. Markus, inzwischen kannst du als Schwuler alles werden. Was ist denn da heutzutage noch peinlich dran? Fehrenbach war Beamter bei der Justiz. Da geht's noch ein bisschen konservativer zu. Du musst es ja wissen.
Aber ich habe hier auch was Interessantes. Ein paar Metallteile, die sollten wir mal ins Labor geben. Naja, vielleicht sind die Legierungen ja identisch mit der Tatwaffe. Und das wäre dann ganz klares Indiz gegen Lukas. Lass das überprüfen. Eins ist jedenfalls amtlich. In dieser Familie, die so harmonisch rüberkommen will, stimmt in Wirklichkeit gar nichts. Mal rein aus Neugier, Herr Riemenschneider. Wo liegt die preislich? Ich schätze, 2 Wochen Ihrer kostbaren Arbeitszeit würden Sie wohl opfern müssen. Du hast wirklich einen sehr einfachen Geschmack. Immer nur das Beste und Teuerste. Das erinnert mich sehr an Hartmut. Sein Tod geht Ihnen sehr nahe. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können, aber Hartmut war meine große Liebe. Entschuldigen Sie, wenn ich so direkt frage. Galt das auch umgekehrt? Hartmut war vielleicht kein einfacher Mensch und als Richter ziemlich streng, glaube ich. Aber er hatte auch eine andere Seite. Wenn er mal aus sich herauskam, war er warmherzig, verständnisvoll, mit einem sublimen Humor. Ich will nicht indiskret sein, Herr Riemenschneider, aber... Natürlich. Sie machen nur Ihre Arbeit. Ich hoffe, erfolgreich. Gerade mir liegt sehr an der Aufklärung. Und um Missverständnissen vorzubeugen und um Ihnen den Blick ins Handelsregister zu ersparen. Hartmut war bis vor kurzem stiller Teilhaber in meiner Firma. Bis vor kurzem? Ja, sein Engagement war von vornherein kurzfristig geplant. Er hat es ja auch nicht nötig. Er war ja von Haus aus gut betucht. Hat denn das der Firma nicht geschadet? Ganz im Gegenteil. Mein Geschäft läuft hervorragend. Und jetzt bitte ich um Entschuldigung, meine Herren, ich habe noch einen Termin. Schönes Stück. Ja. Auch schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Buongiorno, Signora. Signora Matula, che sorpresa. Un caffè? Ja. Grazie. Hallo. Hallo, Detektiv. Alles paletti, Nino? Ich helfe ein bisschen Francesca. Oh, klasse. Dann hast du dir ein Eis verdient. Schoko, Banane, Vanille und Nuss. Schoko, Banane, Vanille und Nuss. Sie verwöhnen ihn. Und? Gibt es etwas Neues? Haben Sie etwas Neues erfahren, was Fabio entlastet? Nicht direkt, aber sagen wir mal so. Es gibt noch andere Verdächtige. Jedenfalls für mich. Jetzt brauchen wir nur noch den einen oder anderen Beweis. Scusa, starren Sie den Frauen immer so unverschämt auf die Beine? Ich, wieso? Ha, Theo, Sie sind unmöglich. Haben Sie eine Pistole dabei? Eine echte? Nur, wenn ich eine brauche. Sag mal, wo ist denn deine Mama? Den Papa besuchen. Sie hat gesagt, der Papa... Hallo, Nino, alles klar? Ich wollte dich abholen. Ich will aber nicht. Na komm, ich kauf dir auch ein Eis. Ich will kein Eis. Ja, los, hau rein. Weißt du, Jenny suchst, sie ist nicht hier. Kannst du ihm das einpacken? Wir fahren dann. Jenny kommt ihren Sohn selbst abholen. Nino, ich dachte, es wäre ganz schön, wenn wir 2 Männer mal was alleine unternehmen würden, hä? Haben Sie nicht gehört? Der Kleine will nicht mit. Wer hat Sie überhaupt gefragt, hä? Nino fühlt sich sehr wohl hier und das solltest du respektieren. Addio. Mancha, mancha, buono. Guten Tag. Baldini. Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit? Mein Name ist Markus Lessing. Ach, Sie sind Fabios Verteidiger. Ja. Sie haben ihn besucht? Ja. Das ist gut, wie geht es Ihnen? Ich glaube nicht so gut. Glauben Sie denn, dass es Fabio war? Ich weiß es nicht. Konnten Sie mit ihm reden? Hat er Ihnen vielleicht erzählt, was im Haus Fernbach passiert ist? Er hat erst mal eine ganze Weile gar nichts gesagt. Ich dachte schon, er spricht nicht mehr mit mir. Irgendwann kam dann der Satz, das interessiert dich ja hier eh alles ein Scheiß. Tja. Wir überlegen, sich scheiden zu lassen. Ich vermute, dass das auf seine Stimmung drückt. Aber dieses lange Warten. Was glauben Sie, wie lange man das aushält? Stimmt es eigentlich, dass Marc, ich meine, hat Marc Fabio belastet? Sie meinen Marc Asper? Ja, seine Aussage war in dem Sinne.
Herr Baldini, wenn Ihnen wirklich was an Nino liegt, dann müssen Sie sich jetzt ein bisschen zusammenreißen. Wozu denn? Ich werde den kleinen Ekon noch zu sehen kriegen. Das wird Jenny schon verhindern. Vielleicht hilft es Ihnen ja, wenn ich Ihnen sage, dass Ihre Frau gar nicht so schlecht über Sie denkt, wie Sie vermuten. Hat sie das gesagt? Was glauben Sie, warum sie besucht hat? Wenn wir Sie aus dieser Sache rauskriegen, haben Sie vielleicht wieder eine Chance bei Jenny. Glauben Sie mir, das war ihr deutlich anzumerken. Okay. Gut. Dann gehen wir die ganze Sache nochmal durch. Was denn? Ich habe doch schon alles gesagt. Und der Polizei auch. Versuchen Sie sich zu erinnern. Wo stand der Cognac-Schwenker auf dem Schreibtisch? Links. Nee, rechts. Neben dem Bild. Neben was für einem Bild? Eine Frau, glaube ich. Was für eine Farbe hatte die Schreibtischunterlage? Braun. Und die Pistole? Da war keine. Nicht mal eine Spielzeugpistole. Hat Fehrenbach denn nicht versucht, sich zu verteidigen? Er muss doch irgendwie reagiert haben, wie sie so vor ihm standen. Fehrenbach hatte doch bestimmt Angst. Was hat er in dem Moment getan? Also, ich komme rein. Er erkennt mich. Sag keinen Ton. Und... Stimmt, er hat die Schublade aufgemacht und geguckt. Wie hat er geguckt? Irgendwie komisch. Wie wenn man etwas erwartet und es ist nicht da. Ja. Quattro Stagioni mit Extrapilzen. Oh, danke. Mein Abendessen. Hast du auch Hunger? Nicht wirklich. Darf ich? Bedien dich. Herrlich. Mit Pizza im Mund lässt sich ja viel besser reden. Ich habe das Ergebnis aus dem Labor. Die Metallteile, die du mir gegeben hast, haben mit der Tatwaffe nichts gemeinsam. Schade, obwohl ich es mir schon gedacht habe. Ach nee. Wieso sagst du das erst jetzt? Weil ich erst jetzt was Interessantes entdeckt habe. Übrigens, ich glaube, Baldini, er hat Fernbachs Pistole nie zu Gesicht bekommen. Geht mir genauso. Spricht alles dafür, dass die Pistole schon verschwunden war, als Fabio bei Fehrenbach aufkreuzte. Und das bedeutet, dass sie jemand vorher aus der Schublade herausgenommen hat. Bingo. Und jetzt lass uns mal die Sache zu Ende denken. Lass mich raten. Du bist von Feinripper auf Stringtanker umgestiegen? Und wo drin ist der String? In der natürlich. Die rechte ist doch viel zu schwer für so ein federleichtes Nichts. Wenn ich mal einen Hiwi brauche, komme ich gerne auf dich zurück. Und jetzt? Komm mal her. Das kenne ich doch schon. Klar kennst du das. Aber kennst du auch das? Was immer in der Tüte gewesen sein mag. Reizwäsche war es jedenfalls nicht. Ob es dir passt oder nicht, deine Freundin Ellen lügt. Falle ich nicht nochmal rein. Lukas, dein Vater hat es doch nur gut mit dir gemeint. Und ich auch. Du kannst quatschen, was du willst. Wir kommen nicht mehr zusammen. Und jetzt verpiss dich einfach. Na los, verpiss dich! Guten Tag zusammen. Guten Tag. Denk noch mal drüber nach. Ich rufe dich an. Und, was wollen Sie schon wieder? Mich würde interessieren, was bei der Testamentseröffnung herausgekommen ist. Tja, für mich nicht viel. Mein Alter hat mich bis zum Schluss verarscht. Mich nicht mehr erwähnt in seinem Testament. Mir nur das gegeben, was er ohnehin nicht vermeiden konnte. Den Pflichtteil. Und Sie sind davon ausgegangen, dass er Sie stärker begünstigen würde?
Bei seinem letzten Besuch hat er gesagt, ich mache all das gut, was ich die ganzen Jahre versäumt habe. Danke. Und wie wurde Herr Riemenschneider bedacht? Keine Ahnung. Als ich das mit dem Pflichtteil gehört habe, musste ich da raus. Kennen Herrn Riemenschneider schon länger? Ja. Wollte mal mein Mäzen und Förderer sein. Dafür waren Sie aber nicht sehr erfreut über das Wiedersehen. Am Anfang habe ich gedacht, er ist wirklich an meiner Arbeit interessiert. Der Alte hat mir ja keinen Cent gezahlt. Und da kam Herr Riemenschneider. Väterlicher Freund. Verstehe. Und was passierte dann? Dann habe ich zufällig herausgefunden, dass mein Förderer gleichzeitig der Lover meines Vaters war. Und der sich in Wahrheit nur für meine Sachen interessiert hat, um meinem Alten einen Gefallen zu tun. Und von der Neigung Ihres Vaters wussten Sie vorher nichts? Tag, Herr Kollege. Sagen Sie bloß, Sie haben notariellen Bedarf. In gewisser Weise ja. Herr Dr. Wittmann, ich bräuchte Informationen über ein Testament. Stellen Sie sich das vor? Es geht um die Mordsache Hartmut Fehrenbach. Ein mutmaßlich Unschuldiger steht im Verdacht, ihn ermordet zu haben. Ich kann Ihnen ohne Vollmacht keine Auskunft erteilen. Das sollen Sie auch gar nicht. Herr Dr. Wittmann, ich werde einfach mal laut nachdenken. Und sollte ich mit meinen Überlegungen richtig liegen, dann reicht es völlig, wenn Sie erklären, dass Sie das Gesagte nicht bestätigen können. Ich kann Ihnen nicht bestätigen, auf diesen merkwürdigen Vorschlag einzugehen. Hallo Josef, wo bist du gerade? In Meisners Wohnung, er weiß nur nichts davon. Das habe ich nicht gehört, Josef. Also pass auf, ich mach's kurz. Es ist so, wie ich vermutet hatte. Fehrenbach hatte ein neues Testament gemacht. Und anstelle von Ellen sollte Lukas Haupterbe werden. Nur kam es durch Fehrenbachs Tod nicht mehr zu einer Unterschrift. Da wird wohl jemand nachgeholfen haben. Ja. Außerdem hat mein Notarkollege durchblicken lassen, dass Ellen bei einer Scheidung weder an das Vermögen noch an die Lebensversicherung ihres Mannes gekommen wäre. Es gibt einen Ehevertrag. Ich würde sagen, die Frau hat ein starkes Motiv. Im Moment mal. Ich habe hier was gefunden. Den Grundriss eines Hauses und einen Schlüssel. Sieht nach Wohnungs- oder Hausschlüssel aus. Na prima. Finde ich auch. Moment mal, da kommt jemand. Ich mach Schluss, ich melde mich wieder. Josef? Hallo, Entschuldigung. Ich muss dringend weg. Können Sie mit der vorfahren? Du hältst mich wohl für blöd, ha? Dafür kennen wir uns schon viel zu lang. Es gibt was, was du mir verheimlichst. Ich wollte es dir eigentlich schonend beibringen, aber okay. Irgendwann muss ich es dir ja sagen. Was denn? Alex, ich denke, es ist das Beste, wenn wir uns trennen. Wie bitte, warum denn? Weil ich aus meinem Leben noch was machen möchte, bevor ich endgültig zu alt werde. Das ist ein ganz mieser Scherz, Ellen.
Umso besser, wenn du darüber lachen kannst. Aber wieso denn so plötzlich so mir nichts, dir nichts? Da täuschst du dich, da ist nichts Spontanes dabei. Alex, in 5 Jahren spätestens bin ich zu alt für dich. Ach, ich werde dich doch nicht verlassen, ich lieb dich doch, das weißt du doch. Ha? Guck mal jetzt, wo wir endlich erreicht haben, wovon wir immer geredet haben. Genau darum geht es. Ich habe einfach keine Lust auf eine neue Abhängigkeit, verstehst du? Du vergleichst mich mit deinem Mann. Nein, aber ich werde mich nie wieder von einem Mann abhängig machen. Weder finanziell noch emotional. Du Miststück! Du hast mich nur benutzt! Denk doch, was du willst. Das machst du nicht mit mir. Ich werde jetzt gehen. Und dir rate ich, lass die da endlich verschwinden. Bleib stehen. Bleib stehen. Schluss jetzt, Meister. Die Knarre, gerührt. Na, mach schon. Meister, bleib stehen. Was ist mal los? Geht noch. Den kriege ich. So, Herr Meisner, Ende der Fahnenstange. Na komm. Ein bisschen Glück muss man halt haben. Das stimmt. Das Übliche. Die beiden schalten alles ab, trotz der Indizien. Da haben Sie sich mit Wolters ja genau den richtigen ausgesucht. Ellen sagt, Meisner habe sie unter Druck gesetzt, ihr den Schlüssel und die Zeichnung vom Haus zu geben. Sie hätte keine Ahnung gehabt, was er damit wollte. Sehr glaubwürdig. Und die Pistole? Sie sagt, sie hätte keine Ahnung, wie er da rangekommen ist. Noch glaubwürdiger. Und Meisner? Der versucht, seine Haut zu retten, indem er behauptet, er hätte kalte Füße gekriegt und wäre vor dem Haus von Fernbach umgekehrt. Verstehe, er versucht es mit Rücktritt von der Tat. Bin ich denn jetzt fertig? Das erste Jahr, aber denken Sie ans Röntgen. Mach ich. Vielen Dank. Sieht doch gut aus für Fabio. Eine Verabredung zum Mord, da kommt Ellen nicht mehr raus. Jedenfalls nicht die nächsten 10 Jahre. Das hätte ich Ellen niemals zugetraut. Tröste dich, du kannst den Menschen nur vor den Kopf gucken. Hast schon mal gehört, ja? Werde ich jetzt Francesca und Jenny mal die gute Nachricht überbringen. Das kann ich doch machen. Persönlich. Du kannst natürlich mitkommen. Du kannst so großzügig sein. Aber weißt du was? Fahr du mal voraus. Ich komme nach. Okay. Bis dann. Bis dann. Herr Riemenschneider, hier ist Lessing. Sagen Sie, ist diese kleine Bronzeplastik, ist die noch zu haben? Das müssen wir feiern. Und dann müssen Sie uns alles nochmal erzählen. Ganz genau. Gern. Ein wunderbarer Mann ist Herr Matula. Er hat Fabio gerettet. Naja, nicht ich allein. Dr. Lessing war auch sehr wichtig. Glauben Sie denn, Fabio hat eine Chance, trotzdem auf Bewährung früher freizukommen? Mit einem guten Anwalt kann es klappen. Und den hat er ja. Vor Caramia. Bald ist er frei. Und dann kann er zu dir und zu Nino. Wenn du das willst. Cinci. Cinci. Wo ist Nino? Vielleicht auf Toilette? Nino! Er hat mir schon mal so einen Schreck eingejagt. Als Fabio bei uns war, da war er dann noch stundenlang verschwunden. Er hat irgendwo Detektiv gespielt. Was machst du denn hier? Du fährst
gestern noch zu meinem Papa. Kannst du mich mitnehmen? Klar, mach ich. Nur heute nicht. Nino, warum machst du das? Komm sofort raus. Ist ja schon gut, ist ja nichts passiert. Ich bringe ihn gleich rein, lassen Sie mich kurz mit ihm reden. Deine Mami hat mir erzählt, du warst schon mal Detektiv. Du hast dich auch im Auto versteckt. Hm? Auch letzte Woche, als der Papa dich besucht hat? Ich habe mich hinter den Sitz auf dem Boden versteckt. Schlau. Und Papa, was hat der gemacht? Er ist in ein Haus rein durch den Garten. Und war da noch was? Ein anderer Mann. Was hat der gemacht? Er hat geklingelt und ist ins Haus rein. Wie sah er aus? Groß, klein? Er hatte eine Frau mit. Wie sah die denn aus? Ziemlich klein. Wie klein? So wie meine Spielfigur. Nur etwas größer. Verstehe. Danke, Josef. Ich kann Sie sehr gut verstehen, Dr. Lessing. Dieser Torso ist wirklich ein Traum. Und ein Albtraum. Für mein Konto. Ach, darüber können wir doch reden. Gestatten Sie mir eine Frage, Herr Riemenschneider. Waren Sie nicht enttäuscht, dass Herr Fehrenbach Sie lediglich mit ein paar Kunstobjekten bedacht hat? Woher wissen Sie das? Naja, es gab ja schließlich noch ein paar andere Erbberechtigte bei der Testamentseröffnung. Warum sollte er mich groß bedenken? Ich bin nicht notleidend und über Kunst freue ich mich immer. Darin waren Hartmut und ich uns sehr ähnlich. Darf ich nochmal? Ich glaube, ich muss mir das nochmal überlegen mit dem Verkauf. Ich hänge doch mehr an ihr, als ich dachte. Um was ging es? Um Geld? Wovon reden Sie? Es gibt einen Zeugen, der gesehen hat, wie Sie in Fehrenbachs Haus gegangen sind. Nach Baldini. Wie bitte? Das ist doch lächerlich. Das wird die Polizei aber anders sehen. Jetzt! Worüber haben Sie mit Fehrenbach gestritten? Ich hab den Italiener aus dem Haus kommen sehen. Da bin ich wütend geworden. Ein gut aussehender junger Mann. Ich dachte... Sie dachten, es wäre Fehrenbachs neuer Liebhaber? Ich hatte schon vorher den Verdacht und ich hatte recht. Er wollte sich trennen Das ist passiert und ich wollte ihn nicht umbringen. Und wo haben Sie die Tatwaffe versteckt? Ich hatte den Torso mitgebracht als Versöhnungsgeschenk. Baldini, mitkommen. Manchmal habe ich doch einen schönen Beruf. Du schon. Fehrenbach hatte einfach einen schlechten Tag erwischt. Wenn du alle gegen dich hast, hast du einfach keine Chance. Anstiftung zum Mord ist keine Kleinigkeit.
Es wird Ellen mehr kosten als nur ihr Erbe. Das finde ich nur gerecht. Ah, Moment. Weißt du was? Eigentlich könntest du fahren. Mein Knie tut so weh. Für mich war das Thema durch. Wieso? Hat Ihre Mutter von dem Besuch nichts gewusst? Mein Vater hat gesagt, ich soll es für mich behalten. Warum hast du ihn nicht auf die Neigung seines Vaters angesprochen? Ich wollte sehen, ob er es selber zur Sprache bringt. Aber er hat es mit keiner Silbe erwähnt. Der Typ ist cooler, als ich dachte. Tja, entweder er wusste nichts davon, oder es war ihm peinlich, wie sein Vater auch. Markus, inzwischen kannst du als Schwuler alles werden. Was ist denn da heutzutage noch peinlich dran? Fehrenbach war Beamter bei der Justiz. Da geht's noch ein bisschen konservativer zu. Du musst es ja wissen. Aber ich habe ja auch was Interessantes. Ein paar Metallteile, die sollten wir mal ins Labor geben. Naja, vielleicht sind die Legierungen ja identisch mit der Tatwaffe. Und das wäre dann ganz klares Indiz gegen Lukas. Lass das überprüfen. Eins ist jedenfalls amtlich. In dieser Familie, die so harmonisch rüberkommen will, stimmt in Wirklichkeit gar nichts. Mal rein aus Neugier, Herr Riemenschneider. Wo liegt die preislich? Ich schätze, 2 Wochen Ihrer kostbaren Arbeitszeit würden Sie wohl opfern müssen. Du hast wirklich einen sehr einfachen Geschmack. Immer nur das Beste und Teuerste. Das erinnert mich sehr an Hartmut. Sein Tod geht Ihnen sehr nahe. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können, aber Hartmut war meine große Liebe. Entschuldigen Sie, wenn ich so direkt frage. Galt das auch umgekehrt? Hartmut war vielleicht kein einfacher Mensch und als Richter ziemlich streng, glaube ich. Aber er hatte auch eine andere Seite. Wenn er mal aus sich herauskam, war er warmherzig, verständnisvoll, mit einem sublimen Humor. Ich will nicht indiskret sein, Herr Riemenschneider, aber... Natürlich. Sie machen nur Ihre Arbeit. Ich hoffe, erfolgreich. Gerade mir liegt sehr an der Aufklärung. Und um Missverständnissen vorzubeugen und um Ihnen den Blick ins Handelsregister zu ersparen. Hartmut war bis vor kurzem stiller Teilhaber in meiner Firma. Bis vor kurzem? Ja, sein Engagement war von vornherein kurzfristig geplant. Er hat es ja auch nicht nötig. Er war ja von Haus aus gut betucht. Hat denn das der Firma nicht geschadet? Ganz im Gegenteil. Mein Geschäft läuft hervorragend. Und jetzt bitte ich um Entschuldigung, meine Herren, ich habe noch einen Termin. Schönes Stück. Ja. Auch schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Buongiorno, Signora. Signora Vacula, che sorpresa. Un caffè? Ja. Grazie. Hallo. Hallo, Detektiv. Alles Paletti, Nino? Ich helfe ein bisschen Francesca. Oh, klasse. Dann hast du dir ein Eis verdient. Schoko, Banane, Vanille und Nuss. Schoko, Banane, Vanille und Nuss. Sie verwöhnen ihn. Und? Gibt es etwas Neues? Haben Sie etwas Neues erfahren, was Fabio entlastet? Nicht direkt, aber sagen wir mal so. Es gibt noch andere Verdächtige. Jedenfalls für mich. Jetzt brauchen wir nur noch den einen oder anderen Beweis. Scusa, starren Sie den Frauen immer so unverschämt auf die Beine? Ich, wieso? Ha, Theo, Sie sind unmöglich. Haben Sie eine Pistole dabei? Eine echte? Nur, wenn ich eine brauche. Sag mal, wo ist denn deine Mama? Den Papa besuchen. Sie hat gesagt, der Papa... Hallo, Nino, alles klar? Ich wollte dich abholen. Ich will aber nicht. Na komm, ich kauf dir auch ein Eis. Ich will kein Eis. Ja, los, hau rein. Weißt du, Jenny Sursi ist nicht hier. Kannst du ihm das einpacken? Wir fahren dann. Jenny kommt ihren Sohn selbst abholen. Nino, ich dachte, es wäre ganz schön, wenn wir 2 Männer mal was alleine unternehmen würden, hä? Haben Sie nicht gehört? Der Kleine will nicht mit. Wer hat Sie überhaupt gefragt, hä? Nino fühlt sich sehr wohl hier und das solltest du respektieren. Addio. Mancia, mancia, buono. Guten Tag. Baldini. Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit? Mein Name ist Markus Lessing. Ach, Sie sind Fabios Verteidiger? Ja. Sie haben ihn besucht? Ja. Das ist gut, wie geht es Ihnen? Ich
glaube nicht so gut. Glauben Sie denn, dass es Fabio war? Ich weiß es nicht. Konnten Sie mit ihm reden? Hat er Ihnen vielleicht erzählt, was im Haus Fernbach passiert ist? Er hat erstmal eine ganze Weile gar nichts gesagt. Ich dachte schon, er spricht nicht mehr mit mir. Irgendwann kam dann der Satz, das interessiert dich ja hier eh alles ein Scheiß. Tja. Sie überlegen, sich scheiden zu lassen. Ich vermute, dass das auf seine Stimmung drückt. Aber dieses lange Warten. Was glauben Sie, wie lange man das aushält? Stimmt es eigentlich, dass Marc, ich meine, hat Marc Fabio belastet? Sie meinen Marc Asper? Ja, seine Aussage war in dem Sinne. Herr Baldini, wenn Ihnen wirklich was an Nino liegt, dann müssen Sie sich jetzt ein bisschen zusammenreißen. Wozu denn? Ich werde den kleinen Ekel noch zu sehen kriegen. Das wird Jenny schon verhindern. Vielleicht hilft es Ihnen ja, wenn ich Ihnen sage, dass Ihre Frau gar nicht so schlecht über Sie denkt, wie Sie vermuten. Hat sie das gesagt? Was glauben Sie, warum sie sie besucht hat? Wenn wir sie aus dieser Sache rauskriegen, haben Sie vielleicht wieder eine Chance bei Jenny. Glauben Sie mir, das war ihr deutlich anzumerken. Okay. Gut. Dann gehen wir die ganze Sache nochmal durch. Was denn? Ich habe doch schon alles gesagt. Und der Polizei auch. Versuchen Sie sich zu erinnern. Wo stand der Cognac-Schwenker auf dem Schreibtisch? Links. Nee, rechts. Neben dem Bild. Neben was für einem Bild? Eine Frau, glaube ich. Was für eine Farbe hatte die Schreibtischunterlage? Braun. Und die Pistole? Da war keine. Nicht mal eine Spielzeugpistole. Hat Fernbach denn nicht versucht, sich zu verteidigen? Er muss doch irgendwie reagiert haben, wie sie so vor ihm standen. Fernbach hatte doch bestimmt Angst. Was hat er in dem Moment getan? Also, ich komme rein. Er erkennt mich. Sag keinen Ton. Und... Stimmt, er hat die Schublade aufgemacht und geguckt. Wie hat er geguckt? Irgendwie komisch. Wie wenn man etwas erwartet und es ist nicht da. Ja. Quattro Stagioni mit Extrapilzen. Oh, danke. Mein Abendessen. Hast du auch Hunger? Nicht wirklich. Ziehen Sie um, Kommissar Wolters? Nein, renovieren. Darf ich mal ein paar Fotos vom Opfer sehen? Das hat ja mit Richter Fehrenbach beruflich zu tun. Bitte. Tatzeit, circa 18 Uhr. Der Richter wurde erschlagen. Mit dem klassischen stumpfen Gegenstand. Ja, die Tatwaffe muss aus Metall bestehen. Die Wunde enthielt Spuren einer Metalllegierung. Haben Sie die Tatwaffe gefunden? Verschwunden! Ach übrigens, Fehrenbach. Fehrenbach besaß eine Pistole, eine Walter. Hat ihm aber nichts genützt. Die Summe ist auch verschwunden. Wir vermuten, dass der Täter sie mitgenommen hat. Gibt es denn eindeutige Hinweise, dass Baldini im Haus war? Wir haben die Spurenauswertung noch nicht. Den Bericht hätte ich gern. Kriegen Sie, Dr. Lessing, kriegen Sie alles. Aber übrigens, wussten Sie, dass Baldini in ein paar Monaten auf Bewährung rausgekommen wäre? Also derart auszurasten, ich meine, so auszubrechen, um mit jemandem abzurechnen, dazu brauche ich schon einiges an Dummheit. Endlich ein freundliches Gesicht. Ist ja schlimmer als in Italien hier. Sie suchen eine Pistole und nehmen eine Steuer mit. Aber besser als andersrum, Signora Baldini. Sagen Sie Francesca zu mir. Ein Kaffee? Gerne, ein Espresso. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Dr. Lessing übernimmt die Verteidigung Ihres Bruders. Vielleicht bessert das Ihre Stimmung ja ein bisschen auf. Aber ja, und Sie machen auch mit. Oh, ich würde gern, aber... Wissen Sie, Francesca... Zwischen Detektiv und Auftraggeberin sollte es um dieselben Dinge gehen wie in einer guten Beziehung. Um Aufrichtigkeit und Vertrauen. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Also Hand aufs Herz. Ist Ihr Bruder sofort nach dem Gespräch mit seiner Frau zu Ihnen gekommen? Ja, Sie haben recht. Aber bitte verstehen Sie mich. Ich bin seine große Schwester und schon als Bambino hatte er dauernd, come si dice, Komplikationen. Schwierigkeiten. Bravo. Endlich ein Mann, der mich versteht.
Er ist erst 2 Stunden später gekommen. Ja, man kann ja mit den Zeiten schon mal durcheinander kommen. Und was ist mit der Pistole? Gerade wollte ich anfangen, sie nett zu finden. Es gibt keine Pistole, non c'è, basta! Markus. Mein herzliches Beileid. Danke, kommen Sie rein. Hat der Hartmut Feinde, vielleicht aufgrund seiner Tätigkeit als Richter? Ich habe nie mitbekommen, dass sich jemand an dem rächen wollte oder so. Haben Sie ihn gefunden? Ich war noch mit einer Freundin unterwegs. Gott sei Dank ist Hella mit ins Haus gekommen. So war ich nicht alleine. Da hat er gelegen. Es war furchtbar. Da war so viel Blut. Und hier im Schreibtisch hatte er seine Pistole verwahrt. Ja, wahrscheinlich. Er hat mir nie was davon erzählt. Und jetzt ist sie verschwunden. Hartmut wurde erschlagen. Vermissen Sie irgendwas? Ist Ihnen sonst irgendwas Außergewöhnliches aufgefallen? Hat die Polizei auch schon gefragt. Nein. Wie hat es Ihr Sohn aufgenommen? Sehr gefasst. Aber natürlich ist Lukas geschockt. Ich würde gerne mit ihm sprechen. Wäre das möglich? Hier. Da können Sie ihn erreichen. Nino! Nino, du sollst fragen, wenn du draußen spielen willst, okay? Ich mache mir sonst Sorgen. Alles klar? Okay. Guten Tag, Frau Baldini. Josef Matula, wir haben telefoniert. Ja, hallo. Wie geht's Fabio? Dr. Lessing meint ganz gut. Und kann er denn was für ihn tun? Das wird nicht zuletzt von Ihrem Mann selbst abhängen. Im Moment ist er nicht sehr kooperativ. Was wollen Sie denn wissen? Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Als Ihr Mann bei ihm war, hat er da irgendwelche Drohungen ausgestoßen. Sie meinen gegen den Richter? Ja, oder gegen jemand anderen. Also in meiner Gegenwart gar nicht. Er ist nicht so, wie Sie vielleicht denken. Zumindest ist er nicht nur so. Sie müssten mal sehen, wie lieb er mit Nino ist. Hm? Ich weiß nur, dass er zu allen nicht immer so lieb war. Moment mal. Damals, da wollte er mich nur beschützen. Er musste ja denken, dass der Typ mich vergewaltigen wollte. Okay, er ist vielleicht ab und an ein bisschen jähzornig. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Jähzorn auch bei Richter Fehrenbach der Auslöser war? Für eine Affekthandlung möglicherweise. Ja, möglicherweise. Mein Gott, auf wessen Seite stehen Sie eigentlich? Noch ist ja überhaupt nichts bewiesen, oder? Nino, kommst bitte gleich hoch, ja? Schönen Tag noch. Na du, musst du nicht hoch zu deiner Mama? Essen Sie meinen Papa? Du magst ihn wohl sehr gern. Er mag mich auch. Er hat geweint, als er mit dem Auto weggefahren ist. Aber ich habe nicht geweint. Weißt du, weinen ist manchmal schon okay, auch für einen Jungen. Aber nicht für einen Detektiv. Ich meine für einen richtigen. Sie sind doch ein Detektiv, oder? Natürlich. So echt mit Leuten nachfahren und einschleichen und so? Ja, so, das kommt schon mal vor. Ich war auch schon mal ein Detektiv. Na, klasse. Da weiß ich ja jetzt jemanden, der mir hilft. Also, Kollege, tschüss dann. Richter Fehrenbach arbeitet an diesem Tag zu Hause. Entschuldigung. Laut Bericht der Spurensicherung ist Herr Baldini über die unverschlossene Verbindungstür der Garage ins Haus eingedrungen. Das beweist nicht, dass mein Mandant das Haus gegen den Willen von Herrn Fehrenbach betreten hat. Wir haben Fingerspuren an besagter Tür und im Zimmer des Richters gefunden. Und beide konnten wir zweifelsfrei Herrn Baldini zuordnen. Aus diesem Umstand auf ein gewaltsames Eindringen meines Mandanten zu schließen, halte ich für gewagt. Möglicherweise hat Herr Fehrenbach ihn selbst ins Haus gelassen. Wer es glaubt. Im Haus muss es dann nach der Spurenlage zu urteilen zu massiven Tätlichkeiten gekommen sein. Tätlichkeiten? Gesprochen habe ich mit ihm. Er hat mir die Höchststrafe gegeben. Wofür denn? Dafür, dass ich meine Frau beschützen wollte? Ich wollte, dass er versteht, was das mit meiner Familie macht. 4 Jahre, ja, das ist verdammt hart für meinen kleinen Sohn und meine Frau. Halten wir fest. Ihr Mandant gibt zu, dass er das Haus betreten hat, um Herrn Fehrenbach zur Rede zu stellen.
Ja. Als Fehrenbach dann zum Telefon greifen wollte, hat Herr Baldini ihn gewaltsam davon abgehalten. Das Telefon wurde zertreten und dann eskalierte der Streit. Worauf stützen Sie Ihren Verdacht gegen meinen Mandanten? Naja, wir haben Faser. Also, wenn ich nochmal so richtig drüber nachdenke, war es eher gegen Sex. Ich kann bei Ellen Fehrenbach immer noch kein echtes Motiv erkennen, Josef. Stimmt. Da hätte der Sohn schon eher eins. Er könnte es immer weggetan haben. Er kommt ins Haus, bittet Papa um Geld, um die Pfändung abzuwenden. Der aber gibt ihm nichts. Es gibt Streit und bumm, schon hast du einen Toten. Ich finde deine Schlussfolgerung etwas vorschnell, Josef. Ist Fehrenbach nicht mit einem Metallgegenstand erschlagen worden? Sein Sohn stellt Metallskulpturen her. Ich brauche dir ja wohl nicht erzählen, wie viele mögliche Tatwaffen in seinem Atelier rumfliegen. Ich habe nie behauptet, dass es Ellen oder Lukas nicht gewesen sein können. Nur brauchen wir dafür mehr als einen Verdacht. Und dass die Bilder sich nicht decken, die die beiden vom Fehrenbach zeichnen, das kann man vielleicht mit unterschiedlicher Wahrnehmung erklären. Ich frage mich, warum Ellen ihre beste Freundin lügen lässt. Ich kann mir vorstellen, dass das mit ihrem Doppelleben zu tun hat. Ihrem angeblichen Doppelleben. Ich habe zu tun. Am liebsten verlasse ich mich nämlich auf meine eigene Wahrnehmung. Kommst du? Dessous als Mitbringsel, das spricht ja wohl für sich. Dann sind die beiden schnurstracks in seinen Luft. Du meinst also, das ist ihr Liebhaber, dieser, wie heißt er? Alex Meissner. Tut mir leid, wenn ich dein Bild von der Familie Fehrenbach ins Wanken bringe. Josef, ich kann mir da ja auch so einiges vorstellen, aber die Tatsache, dass Ellen Fehrenbach uns das verschwiegen hat, das ist doch noch kein Indiz für irgendwas. Danke, Helga. Jedenfalls ist jetzt klar, was der Sohn angedeutet hat. Aber auch sie könnte durchaus ein Motiv gehabt haben. Josef, nicht jede Frau bringt ihren Mann um, nur weil sie einen Seitensprung gemacht hat. Und der Ellen traue ich das schon gar nicht zu. Na ja, sie und Meissner können es zu zweit gemacht haben. Oder Meissner allein. Er hat beobachtet, wie Baldini den Richter bedroht, kommt irgendwie später ins Haus und zieht dem Richter eins über. Und das Motiv? Eifersucht auf den Ehemann? Oder Gier nach Fernbachs Vermögen. Sie lassen mir nachschnüffeln, das hätte ich nicht erwartet, Markus. Es geht um die Wahrheit und das ist auch in Ihrem Interesse. Wenn ein Privatdetektiv das so schnell herausfindet, dann kann es auch von der Polizei oder von der Presse entdeckt werden. Sie haben recht, entschuldigen Sie. Ja, es stimmt, vor meinem Besuch bei Heller war ich bei Herrn Meissner, Alex Meissner. Und warum haben Sie das verschwiegen? Ganz einfach, weil ich meine Ehe nicht in den Dreck ziehen lassen wollte. Alex ist, wie man so sagt, mein Lover. Ich spreche das nicht gerne an. Lukas sagt, sie führten ein Doppelleben. Sie standen Hartmut nahe. Ich schätze Sie als Freund. Kann ich mit Ihrer Diskretion rechnen? Das wissen Sie. Ich vertraue Ihnen etwas an, was er nie jemandem erzählt hat. Hartmut war homosexuell. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis er sich das selbst eingestehen konnte. Mir hat er das erst nach Lukas Geburt offenbart. Das war sicher nicht einfach. Wir haben damals gemeinsam beschlossen, trotzdem zusammenzubleiben.
Wenn Sie so wollen, hat jeder von uns sein Doppelleben geführt. Und warum hat er das bis zuletzt geheim gehalten? Machen wir uns nichts vor. Es gibt immer noch Vorurteile. Hartmut befürchtete berufliche Probleme. Ja. Glauben Sie mir, Hartmut hat mich geliebt. Auf seine Art. Er hätte mich nie wegen jemand anderem verlassen und ich ihn auch nicht. Und deswegen haben Sie den Meißner nicht erwähnt? Ja. Hat der Hartmut einen Freund? Ein gewisser Philipp Riemenschneider. Ist das frei? Wo soll es hingehen? Oststraße 12, bitte. Geht klar. Lukas Fehrenbach arbeitet dort. Ein Künstler. Sie kennen ihn vielleicht. Aber Sie kennen seine Mutter sehr gut, stimmt's? Übrigens, mein Name ist Matula, ich bin Privatdetektiv. Ich ermittle im Mordfall Fehrenbach. Sind Sie ihm schon mal begegnet? Ich wüsste nicht, was Sie mein Privatleben angeht. Es geht um Mord. Und Frau Fehrenbach hat Sie gelegentlich besucht. Am letzten Dienstagnachmittag. War sie da auch bei Ihnen? Raus! Soll ich daraus schließen, dass sie nicht bei Ihnen war? Da muss ich Sie fragen. Wo waren Sie überhaupt? Ich bin Taxi gefahren und jetzt raus. Alex Meißner, kennen Sie den? Sie meinen diesen verkrachten Grafiker? Meine Mutter hat ihn mir mal vorgestellt. Ich glaube, der weiß ihre Einsamkeit ganz geschickt zu nutzen. Wie meinen Sie das? Wie meine ich das wohl? Meine Mutter ist eine attraktive Frau und deutlich älter. Entschuldigung, ich wollte eigentlich mit dem Taxi kommen. Herr Matula kennen Sie ja schon. Wann haben Sie Ihren Vater das letzte Mal gesehen? Vor 2 Wochen. Sie haben ja doch gesagt, Sie hätten sich mit ihm überworfen. Er ist überraschend hier aufgetaucht. Eine Art Friedensangebot gemacht. Und haben Sie das Angebot angenommen? Meine Mutter hätte sich vielleicht gefreut. Tutto a posto? Sì. Vedi? Adesso. Dai che gli facciamo la sorpresa alla mamma. Va bene. Nino? Wie war's in der Schule? Was machst du denn hier? Hallo Jenny. Was willst du? Hast du meinen Brief nicht bekommen? Doch. Darüber wollte ich mit dir sprechen. Bist du etwa... Ich will, dass du gehst. Nino, komm her. Komm her. Komm schon. Aber wir müssen reden. Es geht doch um uns. Der Papa soll bleiben, ich will weg. Hallo, ich bin's. Deswegen willst du mich loswerden. Mann, jetzt mach's doch nicht noch schwerer. Geh endlich. Moment mal. Das hier ist meine Wohnung, ja? Raus! Was willst du denn hier? Sag's nicht nochmal, ja? Schön aufpassen, Knacki. Ich bin vorsichtig, ne? Hör dich auf, Schatz! Könnt ihr nicht wenigstens an das Kind denken? Nino, aspetta! Ich rufe jetzt die Bullen. Linus. Wo ist der Autoschlüssel? Yeah.
Fabio, mach's ihm nicht so schwer. Hau ab. Hau ab. Morgen, Herr Dr. Lessing. Guten Appetit und guten Morgen, Susanne. Das ist Frau Baldini. Habe ich einen Termin verbaselt? Ich habe keinen Termin. Worum geht's denn? Darum. Ja. Hier steht, dass die Polizei Ihren Bruder dringend der Tat verdächtigt. Aber er war es nicht. Sind Sie sich da so sicher? Ich kenne meinen Bruder. Das sagen Geschwister immer voneinander, Frau Baldini. Als er damals diesen Mann niedergeschlagen hat im Streit, dann hat er mir das gebeichtet, mir, seine Schwester. Wenn er diesen Richter etwas angetan hätte, hätte er mir das erzählt. Ich muss Ihnen sagen, ich kannte Richter Fehrenbach persönlich. Und sollte sich herausstellen, dass Ihr Bruder doch etwas mit seinem Tod zu tun hat, vielleicht überlegen Sie sich's nochmal. Ich könnte Ihnen einen sehr guten Kollegen empfehlen. Aber ich will, dass Sie ihn verteidigen. Sie haben einen Ruf. Exzellente. Also gut. Ich werde mit Ihrem Bruder sprechen und danach treffe ich meine Entscheidung. Ich rufe Sie an, Frau Baldini. Danke, Dottore Lessing. Hm. Buon appetito. Ich bringe Ihnen neue mit. Auf Wiedersehen. 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 Neues Mandat? Danke. Möglicherweise. Ihr braucht nicht zufällig einen Feriendetektiv. Unter Umständen. Aber du wirst mich empfehlen, hm? Vielleicht. Markus, ich brauche dringend Hilfe. Also, Herr Baldini, nachdem Sie sich beim Arbeitseinsatz in der Gärtnerei abgesetzt hatten, sind Sie zu Ihrer Familie nach Hause. Und dann? Ich wollte mit Jenny reden. Wäre es dann nicht einfacher gewesen, Ihre Frau hätte Sie besucht? Jenny kommt nicht mehr, sie will sich scheiden lassen. Verstehe. Und? Hatten Sie ein gutes Gespräch? Sie stehen im Verdacht, den Richter Fehrenbach ermordet zu haben. Aber das war ich nicht. Und Sie waren auch nicht bei ihm zu Hause? Nein, ich war vom Haus. Ihre Schwester sagt aber was anderes. Sie sagt, Sie seien direkt zu ihr. Francesca ist meine Schwester. Verstehe. Was wollten Sie von Fehrenbach? Ich wollte mit ihm reden. Reden? Der Mann hatte Sie zu einer Haftstrafe verurteilt. Ja, ich hatte so einen Hals, ist doch klar. Jenny will sich scheiden lassen. Das wäre alles anders gelaufen, wenn er mich nicht so verknackt hätte. Zu 4 Jahren wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung. Der Typ hätte meine Frau vergewaltigt, wenn ich nicht dazwischen wäre. Aber ich sitze im Knast. Nino war gerade mal 3. Ja, fragen Sie doch Jenny, wenn Sie mir nicht glauben. Mit 19 hatten Sie schon einmal eine Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung? Ja, aber ich war nur vorm Haus. Das sagten Sie. Und dann? Nichts, da war keiner. Wann war das? Keine Ahnung, gegen 6 vielleicht. Glauben Sie mir, ich war das nicht. Ich schwöre es beim Leben von meinem Sohn. Also wenn ich an seiner Stelle wäre, ich würde noch ganz andere Dinge schwören. Spuren von Herrn Baldini gefunden. An der Kleidung des Opfers. Wollen Sie sich dazu äußern? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war zu aufgeregt.
Sie waren erregt. Nur das glaube ich Ihnen aufs Wort. Im Gesicht des Opfers fanden sich nämlich Speichelreste. Die DNA-Analyse der KTU. Auch diese können wir eindeutig Herrn Baldini zuordnen. Jetzt zum Motiv. Herr Baldini hat es vorher angekündigt. Was soll das jetzt heißen? Wir haben hier die Zeugenaussage von Herrn Marc Asbach. Er ist der neue Lebensgefährte von Herrn Baldinis Frau. Danach hat Herr Baldini gegen ihn und Fehrenbach Morddrohungen ausgestoßen. Das ist überhaupt nicht wahr! Sie bleiben bitte sitzen! Ich bezweifle den Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Ihr Zeuge hat durchaus persönliche Motive, meinen Mandanten zu belasten. Herr Dr. Lessing, wollen Sie uns jetzt schon auf Ihr Plädoyer einstimmen? Dass eine Affekttat vorliegt, werden wir schlüssig in Abrede stellen. Sie glauben jetzt, ich war's. Ich dachte, Sie sind mein Verteidiger. Könnte ja auch Marc gewesen sein, um mich in die Scheiße zu reiten. Aber im Gegensatz zu Ihnen hat er kein Motiv, aber ein Alibi. Herr Baldini, warum sagen Sie mir nicht die Wahrheit? Sie haben gesagt, Sie hätten den Richter gar nicht angetroffen. Warum haben Sie mir nicht die Wahrheit gesagt? Fingerabdrücke, Speichel, Faserspuren, das sind handfeste Indizien. Aber ich schwöre, er lebte noch, als ich gegangen bin. Ich habe ihn angespuckt. Aber ich habe ihn nicht geschlagen. Und was war mit der Pistole? Was für eine Pistole? Das hat mich die Polizei auch schon dauernd gefragt, ob ich von ihm bedroht wurde und so. Und hat der Richter Sie mit einer Waffe bedroht? Nein, er hatte keine! Wie oft soll ich das denn noch sagen? Werden Sie mir jetzt weiterhelfen? Ich glaube, unter den gegebenen Umständen ist es am besten, Sie suchen sich einen anderen Amt. Jetzt bringt mich dieser Richter ein zweites Mal in den Knast und ich verliere meine Familie. Ich schwöre, ich sage nur noch die Wahrheit, aber lassen Sie mich jetzt nicht hängen. Also nochmal, was haben wir? Baldini ist durch die offene Verbindungstür der Garage reingekommen. Wenn Fehrenbach noch gelebt hätte, würde er auch wohl die Tür wieder abschließen, nachdem Baldini gegangen war, richtig? Genau, das hat die Spurensicherung ja auch festgestellt. Die Tür war von innen abgeschlossen. Das heißt also, wenn einer danach gekommen ist, muss Fehrenbach ihn reingelassen haben. Das würde bedeuten, dass er seinen Mörder gekannt hat. Was ich aber nach wie vor nicht verstehe, warum hat sich Fehrenbach nicht verteidigt, wo er doch eine Waffe in der Schublade hatte? Vielleicht hat Baldini sie ihm abgenommen. Dann liegt sie jetzt auf dem Grund des Mains. Was aber, wenn schon vorher jemand die Waffe mitgenommen hat? Vorher? Moment. Lass mich mal noch ein bisschen spinnen. Unser Unbekannter hat Zugang zum Haus. Er klaut irgendwann vorher die Waffe, damit der Richter sich nicht wehren kann. Als Baldini weg ist, erschlägt er den Richter. So kommen wir nicht weiter. Wir brauchen neue Anhaltspunkte. So, Herr Fehrenbach, jetzt bekomme ich endlich mein Geld. Dankeschön. Guten Tag. 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 Herr Fehrenbach. Interessante Sachen, die Sie hier machen. Wenn Sie was kaufen wollen, gehören jetzt dem Vermieter. Mein Name ist Matula, ich bin Privatdetektiv. Es geht um den Mord an Ihrem Vater. Übrigens mal Beileid. Das muss ein schlimmer Verlust für Sie sein. Was mit den Skulpturen? Die kann ich neu machen. Ich meine Ihren Vater. Kommen Sie darauf, dass es schlimm ist? Ja, wenn man sich als Familie nahesteht. Das muss meine Mutter gesagt haben, dass wir uns nahestanden. Ungefähr so, ja. Und was sagen Sie? Liebe, geizig, kleinkariert. Reicht Ihnen das? Das heißt, mit Unterstützung gar nicht so viel. Mein Vater konnte sich sehr gewählt ausdrücken. Gerade wenn es darum ging, jemandem die Unterstützung zu verweigern. Ja, er wollte nicht, dass ich eine schwachsinnig brotlose Künstlerkarriere habe. Also ich bin ja kein Fachmann, aber wenn ich mich hier oben sehe, hat doch alles Hand und Fuß. Und Sie haben sich aber nicht unterkriegen lassen. Ja, und dafür küsst mich jetzt der Vermieter. Wie war der Kontakt zu Ihrem Vater? Schon mal versucht, mit einem Autisten ins Gespräch zu kommen. Und Ihre Mutter? Hat die denn zu Ihnen gehalten? Ja, wie man es nimmt. Führt halt ein Doppelleben.
Was heißt das bitte? Müssen Sie sich schon selbst fragen, Herr Detektiv. Eine Frage noch. Wo waren Sie zur Tatzeit? Hier. Kann ich bezeugen, habe ich bis in die Nacht dran gesessen. Wie? Das ist eine Totenmaske. Regina Tiefe. Anastasia Kinn. Sonja, sehr schön. Guten Tag. Sabrina aufs Kinn achten. Wenn Sie Ihre Tochter abholen möchten, geht es erst gegen 17:30, Herr... Matula, ich bin Privatdetektiv. Rahela Brahms? Ja. Es geht um den Tod von Hartmut Fehrenbach. Der arme Hartmut, schrecklich. Ja, tragisch. Standen Sie ihm nahe? Ellen ist meine beste Freundin. Da kann sie ja von Glück reden, dass Sie dabei waren, als sie Ihren Mann gefunden hat. Ja, das war ein Schock. Wir waren shoppen und kommen nach Hause so nichts ahnt und... Shoppen den ganzen Nachmittag. Ellen kam um 2 zu mir. Nach dem Café sind wir los. Sie wissen ja, Frauen und Schuhe. Für diese Füße finden Sie immer was Schönes. Da sagen Sie ja was. Ein Paar will ich haben und mit 3 komme ich aus dem Laden. Und dann sind Sie gleich mit Frau Fehrenbach nach Hause. Ja, gegen 7. Dann haben Sie auch sicher noch die Quittung von den Schuhen. Ich muss zurück zu meinen Mädchen. Natürlich. Und vergessen Sie nicht, dass Sie Ihre Aussage vor Gericht beschwören müssen. Wieso vor Gericht? Wie meinen Sie das? Das ist so üblich bei Mordfällen. Ist ja auch immens wichtig. Deswegen steht auf Falschaussage auch bis zu 5 Jahren Gefängnis. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber vielleicht habe ich da ein bisschen was durcheinander gebracht. Klar, jeder kann sich mal irren. Wer hat denn was davon, wenn Sie vor Gericht Ärger haben? Also wenn Sie noch mal so richtig drüber nachdenken. Was meinen Sie? Ist Frau Fehrenbach wirklich so gegen 2 gekommen?